Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Monsanto Rise, wo wir endlich unsere Revanche mit dem Ballstracks haben. Zusammen mit dem Kai. Hallo, ich bin hier. Hallo. Er wird uns schon nicht vergewaltigen. Das hast du dem anderen auch gesagt. Und er hat uns übel auseinandergenommen. Diesmal haben wir gute Ausrüstung, diesmal nehmen wir ihn auseinander. Ja, Leute. Ja. Normalerweise nehmen wir die erhobenen. Ich kann den von hier aus sehen. Keine Ahnung, ich bin gerade runter ins Loch gesprungen. Ich kann den Ballstracks von hier aus sehen. Ja, normalerweise nehmen wir die erhobenen bzw. Anomalieviecher nicht mit. Aber weil wir unbedingt noch eine Revanche mit dem Ballstracks brauchen, was sich auch viele gewünscht haben und auch Kollegen mich genervt haben, gibt es auf jeden Fall eine Revanche mit dem da. Mit dem da hinten. Wieso kann ich dich von hier aus sehen? Naja. Naja, Leute. Hier kommen die Fotos von heute. Und wir sehen uns beim Ballstracks wieder. Ja. Du wirst getreut, Junge. Oh, wow. Hinterhalt. Ich bin hier oben und beobachte das Geschehen. Während er mit dem Siregios da unten rumgeistert. Alter, holt er an. Der war gerade am anderen Ende der Map für den Angriff, ne? Mhm. Warte, mach den Angenach doch reitbar. Goldzeitkäfer. Oder mach den Ballstracks reitbar, einen von beiden. Die wollen nicht, ne? Nee, die haben wir doch. Egal, wen von beiden du reitbar machst. Beide zu klumpen. Ich hab den Goldzeitkäfer. Ich glaube, du hast nur den Ballstracks erwischt. Ich habe nur gewartet, bis der andere noch gut steht. Müssen ja. Richtig, ihn verprügeln. Das ist unsere Revanche. Jetzt kriegst du aufs Maul, du blödes Biest. Ich weiß schon, was ich tue, ne? Und den Siregios treffe ich auch noch nebenbei mit dem Brecher. Sehr schön. Ja, beide mit dem Beifangfeuer erwischt, ne? Ich merk. Ich bin gespannt, was er für eine erhobene Fähigkeit hat. Da wird ja wohl eine besondere Fähigkeit bei sein. Oder es war, dass er sehr, sehr viel mehr Anlauf genommen hat gerade. Das ist kein Joke, ne? Ihr habt es nicht gesehen, weil mein Avatar da drüber ist. Aber der war gerade am anderen Ende der Map. Black Point Laser. Stand voll drin. Ich bin hinten rausgekommen. Das ist unsere Revanche, Leute. Er hat keine Chance. Er schläft. Kalaschnikow! Tschüss! Ich hätte irgendwie was Rassistisches bei den über die Terroristen schreiben müssen. Was schreien die immer? Angeblich. Irgendwann mit Alec Mba oder irgendwas in der Art. Irgendwas in der Art hätte ich schreiben müssen, so ein Suizidakt. Das ist ein spezieller Angriff. Zumindest erinnere ich mich nicht an den. Hier, ich habe noch eine Giftkröte, die war zufällig auf meinem Weg. Ihr Schweif gehört ganz dir. Ich kümmere mich um die Flügel. Und dann auch noch Fotos nebenbei, ne? Ich habe mal eben kurz alle drei Booster reingehauen. Sprint, Angriff und das andere Ding. Bitte bleib am Leben.
Ich habe ein beschissenes Foto. Der ist ein bisschen dicker als beim normalen, oder? Ja, wir kommen frisch von der Vulkanaufnahme gerade. Das war ein schöner Gegner. Kannst du bitte in der Nähe bleiben? Zurück? Nicht so. Du hast gesagt, du sollst zurückkommen. Weißt du, der tut ja dir deinen Gefallen und dann beschwerst du dich. Bei von Munition in deine Scheißvisage. Wenn der liegt, muss ich den Moment nutzen. Kannst du bitte einen Schritt näher kommen? Kannst du mich aufhalten? Das ist meine letzte Weifer-Munition. Danke. Jetzt fängt genauso an, wie es damals aufgehört hat, ne? mit einem Balztrax, ich wollte Vekane erst sagen, der uns komplett in den Arsch tritt. Kontern. Habe ich ein Foto von dem Modus? Boah, sieht ja cool aus so. Noch mehr Leute. Der kommt bestimmt so jetzt wieder zurück. Und genau in dem Moment, wo der angeschossen kam, hat mein Modus aufgehört. Mein Kontermodus. Falls du sie nutzen willst, hier hinten ist eine Nebelschnecke. Aua. Der mag dich. Der hat mich bisher nicht einmal gefokust. Ich freue mich. Wow, der Knockback. Oh no. Warte mal, einfach damit ihr das. Um Gottes Willen, das ist dein neuer Angriff. Bombardier. Ich bin zum Glück. Ich wollte mich gerade aus dem Bild machen, weil ich dachte, er macht jetzt wieder diesen Drehangriff, dass ihr seht, wie der über die ganze Map schießt. Wahrscheinlich, wenn man so in die Richtung geschielt hätte, hätte man es so ganz leicht gesehen. Davon hätte ich gern ein Foto. Wie er die Dinger abfeuert. Aber das ist, glaube ich, zu viel gewünscht. Aua! Ich habe gerade vor was anderem Angst. Das ist eine harte Mode. Der macht mir Angst. Aber das ist unsere Redemption Arc, Leute. Dieses Mal werden wir ihn fertig machen und nicht er uns. So ist zumindest der Plan. Kai? Das ist halt unser Erzfeind, Leute. Das ist nicht gelogen, das ist unser Erzfeind. Selbst offscreen macht er uns oft fertig. Und zwar der normale, nicht der Abende. Und der ist ja jetzt sogar noch stärker. Ich hielt mich für ein Foto bereit. Warum werde ich immer gemobbt bei sowas? Jetzt soll das irgendwie die Vulkanerkugel. Wenn ihr wollt, hier Leute im Bild, wie die Vulkanerkugel aussieht, ist nicht besonders.
Die Rüstung ist aber sehr besonders, weil die einen speziellen Balken irgendwie hat. Zumindest haben wir das so gelesen. Die hat so einen Frostbalken. Können wir eventuell beim nächsten Vieh mal vorführen, diesen Balken. Ich komme angerannt. Was die wieder rumfliegt, sieht leider auch... Ich wollte noch kontern. Ja, ich bin schon am Heilen. Pass du auf deins auf. Ich hab's vor darauf, dass du mich mitheilst. Gut, dass ich immer den drin habe, ne? Den Großraum auf Maximum. Gerade wenn du dich selber heilen möchtest, ist das schon eine Heilung, weil ich weiß, dass du nicht mehr mitkommen kannst. Das ist eine schöne Fähigkeit, ne? Aua! Das war's. Close. Sofort den Maxi-Trank. Oh, ich muss die anderen Tränke mal nachfüllen gerade. Kann ich das mal haben, wo das ist. Das ist schon mal gut. Kriegst du den halt in den Schweif? Da oben. Weißt du, die Flügel sind schon so fett, ne? Und ich treffe sie trotzdem teils nicht. Warte mal. Ich habe Schopner schon mal ausgerüstet. Damit treffe ich den Kopf sehr leicht. Dafür ist Schopner sehr gut. Ja, diesmal hat er seinen Job erfüllt. Lass das Ding erst looten, wenn der weg ist. Normalerweise gehe ich da ja Whisky an den Schweif, aber nicht bei dem. Wir haben schon einmal den Fehler gemacht, ihn zu unterschätzen. Das passiert uns kein zweites Mal. Kannst du bitte hier in die Katzenbombe rennen? Oh Gott, das wäre nicht block schon mal. Weise Entscheidung. Ich habe nur durch meinen Block überlebt, ne? Der Laser. Oh, er ist langsamer geworden. Kein Träumchen. Aua. Der ist sowieso so schnell. Der Debuff macht ihm auch nichts. Das juckt ihn nicht. Der ist immer noch arg schnell. Oh, danke. Kai? Ich war am Heiltrank trinken. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Lass mich doch nicht allein mit dem! Doch, du musst das ausmachen. Sei blind, ich muss mich heilen. Ich glaube, ich hole mir eben kurz die Gears nochmal neu, während ich auf dich warte. Ich renne hier doch nicht allein rum als Schütze gegen den da. Zum Glück haben wir einen Versuch mehr, weil ich sicherer dabei hatte. Ich beeile mich! Oh, hab ihn erreicht. Sogar gerade so bin ich dadurch auch noch den Angriff ausgewichen, ne? Au! Fisch mich doch nicht aus der Luft! Jetzt wirst du mal hier verkloppt. Ich den Briten in Rächer, aber lad doch mal die Wand da auf. Ich habe Puppenspinne dabei. Mach, 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 mach.
Okay, er one-hits it. Gut zu wissen, ich bin weg. Leute, wir haben schon ultimative Rüstungen, ne? Ich bin gerade nur am Ausweichen, ne? Solo ist das Vieh sehr, sehr unangenehm. Da rein mit dir! Unser Erzfeind, ne? Aber hey, ich bin bisher nicht einmal gesprochen. Ja, man sieht so auch die Funktion. Und wir wissen jetzt, pass bloß auf diesen Laser auf. Weg! Die Puppenspinne hier oben ist wieder da, ich hole sie! Zum Glück kann er den Elementtypus von der Wand nicht ändern. Ich wollte gerade sagen, ich habe Angst, zu der Wand zu gehen. Rein mit dir! Ach, genau, dann hat es nachgelassen. Ich lebe noch, ne? Tut mir leid. Überleben war mir gerade wichtiger. Tut mir leid, ich hätte ja ein Foto gemacht, aber mir war das Überleben gerade wirklich wichtiger. Das Risiko gehe ich nicht ein. So, ich mache nochmal alle Booster rein eben, während er umfällt. Oh, ich habe den falschen Modus drin gehabt. Ich konnte meine Wifi-Munition nicht richtig nutzen. Stimmt ja, der hat zwei Modus, die er aktivieren kann, ne? Diesen geboosteten Modus und den erhobenen. Fällt mir jetzt erst ein. Der mag dich. Kann ich so gar nicht leiden. Ich krieg halt so gut wie gar nichts ab. Was hat der gegen dich? Was hast du ihm getan? Nee, wenn ist das der Papa. Alter, halt's Maul. Ich hatte 90% Leben und der One-Shotet mich damit. Leute, wir machen einen Zweitversuch. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe die Aufnahme jetzt wieder an, Leute. Es hat ein paar Versuche gedauert, aber er ist fast tot. Wir haben es geschafft. Das ist unser bester Run. Wir haben wirklich so 4 Runs jetzt ungefähr gebraucht. Das ist kein Witz. Unser alter Erzfeind hat es halt immer noch drauf, leider Gottes. Komischerweise mag das Vieh mich sehr gern. Es lässt mich in Ruhe. Ich beschwere mich nicht, ich darf weiterleben. Komm hier hin! Ich habe hier Fassbomben! Scheiß doch drauf! Ich versuche jetzt überleben. Wir kriegen einen Diablos zur Unterstützung. Ich wollte mir das töten.
Ich darf ihn auch mal reiten. Jetzt seht ihr mal die Reitangriffe. Guckt euch das mal an. Wenn er mich mal lassen würde. Ey, jetzt wird gelasert. Es ist so geil. Ach, du hast die Spinne auch nicht produziert bekommen. Ja. Der Diablos wurde auch nochmal reitbar geschlagen. Man kann nochmal reintreten. Es ist tot! Wir haben unseren Erzfeind besiegt! Oh ja, keine Ahnung, wie lange wir hier sitzen, ne? Wir sitzen hier seit 2 Stunden. Dieses Spiel ist einfach so abnormal hardcore. Die Rüstung lohnt sich jetzt zum Rüsten. Ich krieg hier nur Funkelpanzer. Ja, die droppen auch nicht bei. Ja, aber ich kann ja das Zeug noch gebrauchen. Es war gut, dass die Ragnar dazwischen gelaufen ist. Konnte ich die gut treffen. Mit der Ragnar hau ich nämlich am liebsten drauf. Ja, Leute. Das war der Beitrag. Wir haben unsere Rache bzw. unsere Revanche bekommen. Nie wieder dieses Vieh habe ich gehört. Es ist nämlich ein absoluter das Ding. Ein absoluter Albtraum. Ey, im Ernst. Selbst wenn ich den Geistmorgorm zu dem damaligen Zeitpunkt angucke, dieses Vieh weiß einfach, wie man in unsere Ärsche tritt. Ein Reichswasser haben wir Edelstein. Rote Drachenspitze und 2 von den Edelsteinen. Du hast das Regenabzeichen erhalten. Verhobener Sendung. Ja, das habe ich mir jetzt auch verdient. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten DLC wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.